Hi Leute, heute werde ich für euch ein Puppet basteln und viel Spaß beim Nachmachen. Los geht's! Also ich habe schon drei Puppets. Also dreieinhalb gleich mal, weil das ist halt kein normaler Puppet. Also fangen wir an mit dem ersten, was ich gemacht habe. Einmal den. Ich habe einen Zweier gemacht. Mache immer so. Noch ein Lava-Puppet. Okay, egal. Ich werde euch jetzt zeigen, wie ein Puppet geht. Und was ist denn, was ist denn das? Also auch ein Puppet 2 nehme ich die. Wenn man die drückt, dann macht die halt so viel Geräusche. Also die werden eigentlich nur entweder aus Getränke, Plastik oder auch Strohhalm reingestopft. Aber am besten machen wir jetzt ein Puppet. Für ein Puppet braucht man Papier, Schere, ein Stift. Wenn ihr wollt, Kleber. Ich benutze Kleber, aber ihr müsst nicht. Und Tesafilm. Aber noch eine Sache brauchen wir, das Wichtigste. Von Toffifee oder von sowas ähnliches halt so eine Verpackung. Also ich habe ja, also bei Lidl und Aldi war sowas ähnliches vom Herzgeschmack, also vom Herzen Sterne drauf. Und das hat man gekauft. Und das braucht man. Los geht's! Als erstes braucht ihr zwei Papierstücke, die gleich groß sind. Dann braucht ihr halt ein Ding für den Toffifee. Ihr könnt auch mehrere nehmen, aber ich nehme nur einen. Dann braucht ihr einen Bleistift oder irgendeinen Stift, um dies abzuzeichnen. Das mache ich so. Ich kann es leider zum Schluss nicht so einmal drücken, weil ich habe halt so, ich will eigentlich an meinen Geburtstag so einmal drücken, weil der halt für meinen Geburtstag wird. An meinem Geburtstag mache ich ein Video, wo ich das so mal mache. Und ja, wo wir es mal so gemacht haben, mache ich den anderen Papier nehmen und mache es so. Dann braucht ihr ein oder zwei Büroklammern. Ich habe jetzt eine riesengroße. Und die machen wir halt an dem Papier dran. Dann nimmt man die Schere und schneidet das Innere ab. So, hat er da abgeschnitten. Das Teil ist hier. Das hat ja zwei Teile, weil es halt zwei Sachen sind. Ich mache das Ding hier ab. Und brauche den, das hier halt. Man muss halt unbedingt das gleiche nehmen. Man kann auch von solchen Medikamenten sozusagen, also von Tabletten die Schale nicht nehmen, aber die muss halt nur klein sein, aber mein Zeug los. Und dann kleben wir die beiden, also zusammen, also erstmal machen wir halt dies hier so zusammenkleben. So mit Klebeband. Ich habe das auf beiden Seiten zugeklebt, jetzt brauchen wir auch noch die andere Seite. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch mit T-Seite machen, aber ich mache das mal mit Kleber. Hier ist folgendes. Ihr braucht das Kleber. Und macht halt so halt rum, herum. Weil ich will halt auf das andere Blatt halt raufmalen. Und dann, wenn man es halt mit Kleber macht, dann geht es auch besser mit raufmalen. Jetzt muss ich den andere Seite, jetzt muss ich diese andere Seite hier hinaufkleben. Festmachen. Ein Puppet zu machen ist auch nicht so mega einfach, aber schon mega einfach. Also ja, ein Puppet zu machen ist schon ganz einfach. Aber ja, weil hier jetzt noch übrig ist, schneide ich das Übrige ab, dass es auch noch ein bisschen schöner aussieht, weil ich will den halt an meinen Geburtstag halt einmal so drücken. Dann hoffe ich, dass es auch Glück bringt. So, ich habe mein Puppet fertig, nur ich male es jetzt noch an. Aber ihr könnt auch mit Washi-Tape umranden, damit es ein bisschen schöner aussieht. Das hier ist mein Puppet, das ist schon fertig. Ich mache jetzt nicht drücken, weil ich den für meinen Geburtstag aufheben will. Das ist ja eben ein paar Tagen sozusagen. Also ungefähr 8, 27 Tagen, sage ich jetzt mal.
da habe ich Geburtstag und bis dahin warte ich ab und fasse das nicht an. Also ich kann es ja anfassen, aber nicht drücken. Und ich hatte mir eigentlich überlegt, 2 Stück zu machen, also 2 Dinger. Aber habe ich ja wohl vergessen zu machen. Aber ja, egal. Ist ja auch so schön geworden. Aber ich glaube euch, wenn die ganzen alle gleich geworden sind, dann ist der bisschen auch noch gleich wie der. Also spiele ich lange mit dem. Aber irgendwie finde ich den hier am besten. Und, also nicht als Schönheit, sondern als, also als Schönheit ist die am schönsten. Aber auch als zweitbesten. Man kann zum Beispiel mit beiden Fingern so machen. Oder man kann halt so eine Hand, so als eine Hand. Man kann auch einfach so mit dem Daumen machen, als man ein Videospiel spielt. Und hier. Man kann jetzt zwei auf einmal nehmen, die halt nur eine sind, und dann so drücken. Ich hoffe, wenn ihr euch gefallen hat, dann einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr wollt, natürlich. Das wäre mega toll. Ich zeige euch nochmal einen Tipp, wenn ich 15 Abonnenten habe, 15, ich habe gerade 14, aber naja, dann mache ich mit euch vielleicht auch mache ich mit euch eine Schreibtischtour. Also mein Schreibtisch ist jetzt gerade nicht so mega groß, aber könnte ich ja trotzdem machen für euch, weil falls ihr es wolltet und die Kommentare nicht deaktiviert sind, schreibt es in den Kommentaren bitte. Wir versuchen diesmal die Kommentare nicht zu deaktivieren. Deswegen, ja, wünsche ich mir und euch noch viel Glück. Und bei 20 Abonnenten, da werde ich mit euch was ist in meiner Tasche Video machen. Also ich habe eine Tasche, wo halt ein paar Sachen drin sind. Jetzt nicht so kein Müll, also keine Fußtasche, sondern eine ganz normale Tasche, die ich von 2 gekauft habe. Und ein Video, was da alles drin ist. Und ja. Und was wir bei 25 Abonnenten sagen, das sage ich euch noch nicht. Das sage ich euch vielleicht beim nächsten Video, weil ja. Tschüss.